Liebe Leute, seid gegrüßt. Neue Runde Medieval Dynasty. Mitten in der Höhle, mitten im Dunkeln und so weiter und so fort. Wir müssen mal gucken, ob wir noch eben wieder ein bisschen Platz schaffen können im Inventar. Aber viel ist ja jetzt leider nicht zu holen. Hier, ne, die 7 Steine, klar, die können wir ablegen auf Taste X oder was. Denn wir sind in der Mine. In der Mine gibt es Kupfer, Salz und Zinn. Nur leider, ja, können wir ehrlich gesagt aktuell nur Kupfer jetzt mitnehmen. Ein bisschen dürftig tatsächlich, was wir mitnehmen können. Gar nicht, welche Uhrzeit ist das jetzt? Was sagt denn hier die Map? 22:02 Uhr, also es ist noch ziemlich lange dunkel und wir sind furchtbar hier gerade, ne? Wir könnten dann aus der Höhle wieder raus, irgendwie in die Richtung laufen und versuchen hier unten rum gleich mal nach der Sipsia zu latschen, um dann über Umwege hier wieder zu unserer Homebase zu gelangen. Hier war ich auch noch nie, keine Ahnung. Glaube ich zumindest nicht, dass ich hier unten schon mal war an dem See. Ja, wir haben uns hier in diese Höhle reingekämpft. Großes Banditenlager war davor. 5 Gegner. 3 mit Pfeilen erledigt, 2 im Nahkampf so ungefähr. Bin aber auch selber fast drauf gegangen. Und gleichzeitig waren noch ein paar Bären da. Ne? Also falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das gerne nochmal in der letzten Folge an. Wir müssen mal sehen, dass wir wieder ein paar Steine ablegen. Oder ich muss die ganzen Äpfel aufessen, oder ich weiß es noch nicht genau. Oder ich kann noch irgendwas Tolles herstellen. Habe ich denn viele Stöcker oder so? Guck mal, wir haben auch 2,5 Kilo Stock. Stock und Stein. Ein Messer ist ja immer leichter, ne? Definitiv. Genau, Skywoman schreibt es auch. Ja, Eisen ist auch irgendwo hier in der Höhle, glaube ich auch. Hatten wir beim letzten Mal, meine ich, hatte hier eine Quelle mitgenommen. Salz, glaube ich, würde ich erstmal nicht mitnehmen. Konzentriere mich jetzt erstmal überwiegend eben, nehmen wir nur eine Runde Kupfer mit. Das bringt mir nichts. So. Wenn man jetzt Eisen hätte oder was, Eisenerz. Also ein bisschen überladen kann man sich. Aber ich muss bedenken, also ich werde jetzt gleich ganz viele Äpfel essen, das was wir haben. Damit wir auch den Getränkehaushalt einigermaßen decken. Oder ich muss nochmal gucken, ob ich mir ein Bier gönne. Mal schauen, was gegen, also hier, ne, guck mal der. Die laufen eh bald ab. Sind auch gar nicht so viele Äpfel. Bierflasche. Das ist gar keine gefüllte Bierflasche, ne? Weizen. Hier hätte ich noch ein Bier. Guck mal, das bringt viel. 3 Nahrung, 40 Wasser. 25 Alkohol. Was ist gegen Alkohol? Ich habe kein Kraut gegen Alkohol, ne? Was macht denn eigentlich 25 Alkohol? Ist nicht so schlimm, oder? Ich habe ein Bier. Gönne ich mir. Gesättigt und rauscht, glaube ich, wird auch direkt schon wieder weniger. Kälteschutz 55%, Hitzeschutz 0%. Eigentlich 0% Hitzeschutz. Braucht man Strohhut, ne? Man ärgert sich, dass wir die alle verkauft haben. Kilo zu viel. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal die Steine ablegen. Wer will schon Steine hier mit sich rumschleppen, wenn es nicht zwingend Not tut. Und schon. Und die Stöcker kann auch weg. Auch nochmal 1 Kilo.
habe ehrlich gesagt nicht so richtig Bock, jetzt nachts rauszugehen. Ich glaube, wir chillen jetzt hier ein bisschen rum einfach. Mach kurz die... So, nehmen wir auf YouTube mal wieder die Pause raus. Ja, es ist immer noch Nacht. Ich stehe hier gerade immer noch im Höhlenausgang. Vorne sieht man schon so ganz bisschen leicht schimmernde Helligkeit. Das ist draußen. Also es ist nicht komplett dunkel. Ich gehe nur gerade noch mal so ein bisschen den Fertigkeitsbaum durch und gucke, was kann man hier eigentlich noch... Ne? Wo sollte man sich verbessern? Wo hängen wir weit zurück? Also Überlebens sind wir, finde ich, schon mal ganz gut dabei. Aber da gibt es natürlich auch noch einiges, was verbessert werden kann. Und in der Produktion, da ist auch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber auch da haben wir schon in einigen Bereichen ganz gut was geschafft, meiner Meinung nach. So, also wenn wir hier aus der Höhle rausgehen, ist der Ausgang, würde ich eigentlich versuchen, dann nach unten zu latschen erstmal. Weil ich weiß nicht, wo noch überall Bärenjagdgebiete sind. Und ja, wenn man jetzt in der Nacht einen Bären in die Arme läuft, schockt nicht ganz so doll. Ich würde jetzt vorher noch einen Löwenzahn essen, dann rennen wir einfach los. Ich habe immer eine Chemie im Rucksack, klar. Ich bin eigentlich, ne, normalerweise relativ ruhig, genau. So, einmal Löwenzahn, wir gönnen uns. Schmeißen die letzten Steine weg und rennen um unser Leben. War noch was drin? Nein. Wobei, Bär. Wieso müssen die auch immer gleich losrennen? Das nervt doch. Sie können schon wieder rum. Oder den Löwenzahn einfach verdaut. Gut, wenn man sich die Fackel selber ins Gesicht hält, ne? Auf der Flucht ist. Gut, wenn man keine Fackel mehr hat in der Nacht. Kann man sich die Fackel auch nicht mehr ins Gesicht schlagen. Habe ich eigentlich Stroh auf Tasche? Wer weiß das schon so genau? Nö, kein Stroh auf Tasche. So, wir sind jetzt mitten. Da hingekommen. Der Bär mich so weit abgelenkt. Ich hätte gedacht, ich wäre nach unten gelaufen. Das ist, wie man nachts die Orientierung verlieren kann, oder? Ich bin ein bisschen im Kreis gelaufen, aber ich hätte gedacht, dass ich den richtigen Weg eingenommen hätte. Ich sehe auch nicht viel, liebe Leute. Also, ne? Ich glaube, was die Hand reichen. Jetzt immer so lang, ne? Noch nichts Böses in der Gegend ist. Mein Energielevel fast auf voll zu halten. Also mein Rennlevel, meine Ausdauer, ne? Dann könnte ich im Zweifel ja immer noch mal ziemlich lange rennen. Hier vorne ist das Dorf. Da sind wir erstmal gefühlt hier vorne in Sicherheit. Und zwar auch alles eingezäunt, ist auch kein Wunder, so viele Bären wie hier unterwegs sind, würde ich das auch alles einzäunen. So, stellen wir uns einfach mal die Fackel. Nehmen wir mit. Immer nicht, ne? Wir sind schon mal lebend bis hierhin gekommen. Und schaffen den Rest auch noch. Ich glaube, bis hier unten laufen wir heute nicht mehr. Und das ist eigentlich ein relativ friedliches Gebiet hier. Ich würde jetzt diesen Weg längs laufen und dann hier gerade durch Richtung dahin. Das scheint mir nur kleine Tiere zu sein. Und dann, ja, sind wir ja schon fast
wieder bei unserer Homebase oder wir machen, naja, oder ich laufe doch noch grob in die Richtung, aber trotzdem würde ich dann eher hier rüber laufen und dann darunter laufen. Da waren wir auch noch nie. Sehen wir auch noch mal interessant, aber nicht im Dunkeln, ne? Und nicht ohne irgendetwas. Ich möchte jetzt hier aber auch nicht verweilen. Das heißt, ich laufe trotzdem runter zum Wasser und hoffe mal, dass es da relativ nah gleich ein bisschen. Es macht auch keinen Sinn, nach unten zu laufen, weil wenn wir noch tolle Sachen finden, wir können es nachher einfach nicht mehr tragen. Aber vielleicht gibt es hier vorne gleich erstmal ein bisschen Stroh für uns, ja meistens am Wasser. Wir können trinken. Waschen können wir uns ja nicht im Fluss, das reicht nicht. Ah, das war schon. Ach nee. Was sagt ihr, Leute? Was habe ich denn noch an? Ich hatte nicht mehr so viel. Ich hatte noch 3, ne? 5 Kupferpfeile. Kupfersperr. Dahin tun. Hat denn am meisten Schaden von den Werkzeugen und Geräten, die ich habe? Die Eisenachs macht 45 Schaden. 45er Schaden. Christian, danke dir für Verschenken an Skywoman. Danke dir, Christian, für deinen Support. Vielen Dank. Kupfersperr macht 40 Schaden. Danke, danke. 45 ist das höchste. Was ist mit diesem? Kupfermesser macht 30 Schaden, Kupferspeer halt 40. Den Kupferspeer könnte man aber auch werfen, ne? Ich glaube, den kann man werfen. Langbogen. Fünfziger Schaden, der Knüppel hier. Der ist der Beste. Packe ich mit dem auf die 7. Weil ihr seht da schon, ne? Da sind wieder Bekloppte. Wir haben ja schon wieder denn irgendwas Schönes für uns. Hallo. Oh, der eine ist auf Entfernung aus. So blöd, wenn man nicht treffen kann, ne? Habe ich von ihm eigentlich meine Pfeile wieder gekriegt? Die habe ich nicht. So geht es nicht. Da kommt einer angerannt. Ich hatte gerade irgendwie. War neuer. Gut, ich habe nichts mehr, muss jetzt in den Nahkampf gehen. Obwohl, ich habe noch den Speer oder was? Nee, den. Doch, den habe ich noch. Ah, den habe ich gut geworfen. Ich habe einen Knüppel. Aha. Alter, du hast unbegrenzt Pfeil oder was? Bist du halt ernst? Achtung, hallo. Knüppel. Käse, ne? Meine Dorfbewohner werden sich freuen, wenn ich wieder da bin. Oh, eigentlich würde ich den Käse lieber verkaufen. Würde ich das so? Ja, gut, das ist eh nachts, ne? Alter. Haben viele Kupferpfeile. Und die können wir aus ihm, hat er ja auch noch. Oh, und noch eine Holzarmbrust.
Geräusch ist komisch. Noch irgendwas? So, hier, warte mal, genau, den haben wir hier noch. Noch ein Wein und noch Münzen. Ich mag die. Guck mal, was haben wir jetzt an Münzen? 1, 2, 6 mal Käse. Münze, wir haben so viel Zeugs, unglaublich. Zwiebeln auch, ist auch gut für dieses Zeugs. Ja, 2105. Hallo, moin moin. Bornhead, mit mir redet keiner. Wie bitte? Da sind nur noch ganz viele Pfeile. Zieh die mal raus, den brauchen wir noch. Und da hat auch so einen langen Bogen, ne? Mag Gesetzlose. Also, ja. Wir sind jetzt hier, ne? Wir kommen ja noch zu dem Dorf. Da laufen wir jetzt als nächstes hin und kaufen ganz viel Zeugs. Warum? Was können? Was sollen wir mit dem Käse bei uns im Dorf? Der Käse. Wir haben genug anderes zu essen und wir verkaufen das und verdienen richtig Geld damit. Auch den Wein und die Bier und alles Mögliche. Das werden wir später alles herstellen, das ist klar. Aber erstmal verkaufe ich das. Ich möchte mehrere tausend haben, damit wir alles Mögliche freischalten. Wir haben jetzt auch nur noch eine Jahres-, also ein Drittel Jahre, ein Monat Zeit praktisch, wenn wir das jetzt mal in Monaten einfach mal rechnen. Im Frühling, oben. Genug Beeren zu pflücken. Eselerz. Steinspitz. Okay. Um genug Beeren zu pflücken. Um unsere Komposter voll zu füllen. Und zu schauen, ob unser Landwirt, weil wir ja leider immer noch nur einen haben, weil ich keinen neuen guten gefunden habe, seiner Arbeit gerecht wird. Oder ob wir im letzten Frühlingspart auch noch schnell sehen, gucken, was muss angepflanzt werden. Weil da habe ich immer noch nicht wieder so diesen Überblick, noch nicht die Info, die Ahnung mir gemerkt, welche Frucht, welches Gemüse, was auch immer im Frühjahr angepflanzt wird. Was geht denn hier? Warum? Glaube ich, keine böse Überraschung mehr. Ich weiß, was die anpflanzen, dass die das selbstständig machen. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, ob er das selbstständig alles fertig geschafft hat. Im Frühling, was zu schaffen ist. Und das neue Feld ist ja auch noch nicht definiert, da wo Kohle rein soll. Daher. Und wir müssen ja selber auch noch den Landwirtschaftsbereich gerne ein bisschen vorantreiben, also noch ein bisschen Feldarbeit machen. Das ist so der letzte Part für den Frühling. So, Hintereingang durchs Dorf, ne? So. Er wird umgeschlagen hier. Mal gucken. Die Männer sitzen immer noch hier. Ja, ich kann richtig gut an der Landwirtschaft, ne? Also hier, was mit dir? Ja. Geh mal ins Dorf. Gehen wir kurz in die Verwaltung. Albreda. Du kommst erstmal in das renovierungsbedürftige Haus. Und in der Gewinnung 3, Produktion 2. Gehört denn alles zur Gewinnung? Grabungsschuppen ist Gewinnung, ne? Aber da fehlt es eher an Werkzeug. Werkzeuge, Feldschuppen, Scheune. Scheune ist wieder Landwirtschaft. Schmiede. Schmiede ist Gewinnung oder eine Schmiede? Das ist Produktion eigentlich typisch, oder? Geh mal in die Werkstatt. Breda.
Und machen wir kurz noch ein paar Eimer. Wenn wir Wasser im Dorf haben. Holzschalen. Mit ein paar Holzteller. Da ist noch alles gesperrt. Gut. Produktion 2, Gesamtfertigkeit, ja, passt schon. 1,7 schafft es jetzt, oder was? Lokale Produktion 1,7. Hölzerne, wieso macht die da von 5? So, 60 macht sie 2 Eimer am Tag, wenn ich das richtig verstehe, oder? Was will ihm denn? Messer? Aber Messer sollte doch eigentlich in der Schmiede hergestellt werden. Aber zu wenig Messer. Zu viel Holzhammer, zu wenig Messer. Er macht eh gerade Freizeit, ne? So, wo sind denn eure netten Händler? Schlafen die noch? Jetzt ist Aufstehzeit. Ich bin hier im Dorf. Jetzt haue ich hier irgendwas kaputt. Klopf, klopf. Oder? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in einer Woche weiter, liebe Leute. So sieht es nämlich aus. Nützt ja nichts. Jetzt ein Händler noch schlafen. Ich hier jetzt aber nicht abhaue, bevor ich nicht irgendwas gehandelt habe. Ich will den ganzen Käse verkaufen und alles mögliche andere Zeugs verkaufen. Und ja, wir sind eh schon am Ende. Von daher vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Beim nächsten Mal geht es weiter. Wir verkaufen das, kommen wieder zur Homebase, regeln die neuen Sachen und ja, sehen zu, dass wir im Zweifel sonst selber die Dorfbewohner mit Wasser versorgen, bevor sie alle verdursten. Denn das ist natürlich ein Bedürfnis, mit dem man nicht auf Dauer spaßen sollte hier. Man sieht, die Zufriedenheit sinkt sehr, sehr stark, weil sie halt nichts zu trinken haben. Ja, dann hoffe ich generell, dass die sich weiter verbessern. Denn wenn man mal in die Sachen reinguckt teilweise und die Gebäude untersucht, sieht man ja schon manchmal, glaube ich, ob die sich, wo sah man das noch, wie weit die jetzt sind in einer Erfahrungsstufe. Weil irgendwie lernen die doch auch noch, ne? Irgendwann werden die doch besser, die Dorfbewohner. Genau, Landwirtschaft, guck mal, 3/11, aber sie arbeitet ja auch gar nicht mehr, sie ist jetzt im Überleben tätig. Aber wenn wir jetzt Blanka sehen, jagen wird irgendwann mal Level 4, glaube ich, kriegen, ne? Und wird dann noch ein bisschen mehr jagen. Leder in der Landwirtschaft. Leonala ist noch recht neu. Grabungsschuppen in der Gewinnung, hat noch nicht mal irgendwas da. Punkten gewonnen. Ludgarda, unsere Köchin, die sollte bald Level 4 erhalten, würde ich behaupten. Im Kochen. Das dauert aber lange, ne? Also dauert echt Jahre, bis die ein neues Level erreichen. Weiß nicht, ob man das noch irgendwie beschleunigen kann. Na gut, vielen Dank fürs Reinschalten. Schönen Abend euch noch, angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal mit Evil Dynasty. Eine Woche geht's weiter. Bis dann. Vielen Dank und tschüss.